Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Der Konflikt zwischen Kaiser Enbesa und Archibald Blake ist so kurz vor der Eskalation, würde ich mal sagen. Vielleicht gelingt es uns ja noch ein bisschen mehr Öl ins Feuer zu kippen. Wir machen einfach mal weiter mit der Hauptquest, würde ich sagen. Oder sollen wir noch mal ein bisschen in die Nebenquests abtauchen? Das ist schon seit langer Zeit offen, diese Aufgabe. Machen wir mal eins nach dem anderen. Hier sollen wir irgendwie nochmal Fragen stellen. Das Geschlecht der Elamais ausgestorben. Und wir bekommen wieder irgendwas erzählt, was uns nicht interessiert, ehrlicherweise, muss man sagen. Damit wäre das abgehakt. Das war einfach. Und hier müssen wir nochmal eine Entscheidung treffen. Im Bereich Sprachkunde. So. Das hat ja dann auch wieder mit der Ausgrabung zu tun, glaube ich. Ich klicke mich da einfach durch, ja. Also wer sich das durchlesen will, könnte gerne tun, müsste halt das Video pausieren. Mich interessiert das alles nicht im geringsten. Jetzt haben wir also einer Neuübersetzung zugestimmt. Dann klicken wir uns hier nochmal ein bisschen durch. Sich den Konsequenzen stellen, was auch immer das zu bedeuten hat. Sind Sie ganz sicher? Ja, ich bin also absolut überzeugt davon, habe die Übersetzung nach bestem Wissen und Gewissen und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen durchgeführt. Ketzerei. Das kann nicht stimmen. Oh, die Hohepriesterin. Okay, sie sind wenig begeistert, wie mir scheint. Ich wusste gleich, dass ein Ausländer ein solches Dokument niemals übersetzt. Sie hetzt gegen Ausländer, hörte das? Gegen mich. Anitoni einen Beweis für ihre Herkunft hat. Und sich somit nicht. Okay, die freuen sich irgendwie wenig. Was soll ich jetzt tun? Beschaffen Sie hier die übersetzte Mauerinschrift. Okay, jetzt hat's irgendjemand für mich übersetzt, oder? Weil ich nicht in der Lage dazu war. Das ist schon auch lustig, okay. Aber es geht weiter. Gut, hier muss man uns nochmal irgendwie ein bisschen durchklicken. Da geht's um die Geschichte wahrscheinlich, warum die Mauer so aussieht, wie sie aussieht. Festungsruinen. Achso, hier müssen wir erstmal wieder. Hier müssen wir wieder Dreck schaufeln. Thomas, Ruinen entfernen und so weiter. Und so schickte er Schattenmänner, um seinen Bruder... Betrug und Sturz der Elamais-Dynastie, wie auch immer. Entfernen Sie die Felsbrocken? Habe ich doch. Achso, hier. Das kriegen die alles nicht selber hin. Für die Wissenschaft. Felsen soll ich hier wegräumen, irgendwelche Inschriften übersetzen, verfaulte Früchte durch die Gegend karren. Also, man hat es nicht leicht hier. So, für die Wissenschaft, das bestätigen wir mal. Beide Brüder tot. Finden Sie Kalib in der Burg, um den Rest der Geschichte zu erfahren. Sollten Sie weitere Fragmente finden, dann bringen Sie diese bitte nach Kidusi. Ich werde Sie mit Vergnügen... Gibt es wirklich Leute, die sich das alles durchlesen, die sich wirklich für diese ganze Hintergrundstory interessieren? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Man will doch bauen. Apropos, beschäftigen uns schon viel zu lange mit diesen ganzen Quests hier. Aber ich kann halt auch nicht anders. Ich musste, wenn das hier steht, dann muss ich das erledigen. Das hilft alles nichts. Also, machen wir weiter. Hier sollen wir irgendwie ihn kontaktieren. Und wir werden uns Ketemas Vorschlag anhören. Aber sei bedacht, die Lanze ist für viele ein Geheimnis. Heimlich ein Speer beschaffen sollen wir ihm. Finden Sie den Eingang zum Friedhof. Welcher Friedhof? Okay, hier müssen wir aber tatsächlich mal irgendwas suchen. Sehe ich das richtig? Ich sehe den kleinen Willy in dir. Ja, Whippelsock freut sich, warum auch immer. Finden Sie den Eingang zum Friedhof. Die Priester haben einen Leibwächter aus Angereb erwähnt, der auf Kidusi Anitoni gestorben ist. Also Kidusi Anitoni, das ist hier Eingang zum Friedhof. Ich meine, die Insel ist nicht allzu groß. Ist das dann irgendwie ein unterirdischer Friedhof oder wie darf ich mir das vorstellen? Das ist doch ein Friedhof. Ich würde sagen, das ist ein Friedhof. Na, hat sich was getan, oder? Mhm, tatsächlich. Das war richtig. Da müssen wir dem her wieder Bericht erstatten. Ausgezeichnet. Jetzt muss man nur noch das Grabmal des Leibwächters finden. Die Priester pflegen die letzten Worte einer sterbenden Person neben ihren Namen auf den Grabstein zu schreiben. Das sollte uns helfen, ihn zu finden. Ja, ist ein guter Hinweis. Altes Grabmal. Sehen Sie sich... verdammt, da stand ja irgendwas. Oder sieht man das vielleicht
aus der Nähe, was da so steht. Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nee. Da steht gar nicht beschrieben. Moment. Wo ist der? Friedhof. Kleines Grabmal. Gut erhaltenes Grabmal. Altes Grabmal. Zerbrochenes Grabmal. Verwittertes Grabmal. Brehane. Moment mal. Grabmal von Tomasis Leibwächter. Jetzt müsste ich natürlich wissen, wie der heißt, ne? Oder nicht? Verloren gegangen. Also Paters Tomasi. Muss man nach Tomasi suchen? Tomasis Leibwächter. Aber wir wissen ja nicht, wie der heißt. Leibwächter des Königs. Das war doch richtig, oder? Das müsste doch passen. Oh ja, ist, glaube ich, eins weitergegangen hier, oder? Jetzt sollen wir wieder Bücher lesen. Also diese dämlichen Nebenquests, ganz ehrlich. Klicken Sie hier drauf, klicken Sie darauf, klicken Sie dort drauf. Das sind die Bücher hier, oder? Ich dachte, die hätten wir schon alle gelesen. Nun, wir finden eine Morgenswaschungen, Mittagswaschungen, Abendswaschungen. Tod durch Erdmännchen, Tod durch herabstürzende Felsen auf dem Bergpfad. Tod durch Sturz vom Bergpfad. Das ist ja allerhand. Selten so viel gelesen in dem Spiel. Vielleicht noch Skyrim oder wie ist der Vorgänger noch? Oblivion. Habe ich natürlich auch alle aufmerksam durchgelesen, die ganzen Bücher, die ich da gelesen habe. 18 Tasten, Geschmack, Geruch, Gehör, Weisheit, Emotionen, Instinkt. Aha. Okay. Schreiten Sie in der Aufgabenreihe von Kidusi Antino Anitroni voran, um den Zugang zur Bibliothek freizuschalten. Das habe ich doch jetzt hier alles gelesen, oder? Dachte ich zumindest. Das hatten wir schon. Ach, hier müssen wir nochmal Bericht erstatten. Aha. Und nu? Puh. Ich bezweifle, dass wir sie schnell finden werden. Nimm dir die Zeit und sieh dich genau um. Jeder Hinweis kann uns zur Lanze führen. Okay, hier haben wir wieder eine Beschreibung, eine Entscheidung zu treffen. Acht Dinge, vielleicht Götter, Statuen. Acht Tugenden, keine Ahnung. Zustimmen. Wir sind echt die Könige der Übersetzungen, glaube ich. Okay. Ich fürchte fast, das ist möglicherweise ein Rätsel, wo ich mir den ganzen Text mal durchlesen müsste. Oder kommen wir ja trotzdem irgendwie durch? Na, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man muss sich einfach durchklicken durch den ganzen Mist. Hier sehe ich das richtig. Das wird ja auch immer weniger. Glaube ich zumindest. Es ändert sich hier die ganze Zeit, oder? Mit diesen Hinweisen soll okay, geschafft. Ich habe es doch gleich gewusst. Ich habe es gewusst. Wir sind da einer Sache auf der Spur. Das konnte nicht schief gehen. So. Also irgendwie, die Sidequest ist aber irgendwie also nicht so prickelnd. Die nervt eigentlich nur. Was haben wir denn hier noch? Den Vogel haben wir immer noch nicht gefunden. Da wollte ich eigentlich weitermachen. Genau, darum ging es eigentlich. Richtung Eskalation. Jetzt sollen wir hier die ganzen Bäume ausgraben. Ich habe eine Art Tagebuch geführt, als ich noch jünger war. Okay. Es war bevor. Jetzt haben wir die Bäume ausgebuddelt. Jetzt müssen wir hier so ein Tagebuch lesen. Auf dem Schiff. Und dann müssen wir wahrscheinlich möglicherweise wieder irgendwas ausfindig machen. Aha, okay. Kyrias altes Tagebuch. Ein Wachtraum, der viele Jahre her ist. Ein Schmerz, der es wert ist, sich daran festzuhalten. Interessant. Ja,
hab's gelesen und jetzt? Die Wahrheit ist wie eine Orange. Die Schale ist sauer und ungenießbar. Jetzt darf mir die Belohnung abholen. Dafür, dass ich das Ding so aufmerksam gelesen habe. Was habe ich eigentlich hier noch dabei? Die flüchtige Übersetzung. Die muss ich auch noch irgendwo hinbringen, oder? Ich nehme an, Lord Binyam hat wohl... Es geht drunter und drüber. Also die Quests sind wirklich umfangreich. Es gibt hier super viel zu tun, aber es wird schnell einseitig, finde ich. Und also aktuell geht die Motivation so ein bisschen flöten. Ich glaube, ich werde lieber noch ein bisschen weiterbauen im weiteren Verlauf der Folge hier. Also, weil das ist ja echt nur eine reine Klickerei. Und den ganzen Text zu lesen, also Entschuldigung, ich habe einfach kein Interesse daran. Mag ignorant klingen, aber so ist es nun mal. Was soll ich damit jetzt machen? Ach, das muss ich auch nochmal lesen. Hier. Höhe stabil. Das habe ich jetzt bekommen. Register des Regimentes. Ja, das geht dann aber vielleicht schon wieder ja, Richtung Eskalation. Ich dachte, es wäre besser, es vor ihm geheim zu halten. Bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich kannte Sir Archibald früher. Der Vater von Binyam ist in Wahrheit Sir Archibald Blake. Ich hatte den Verdacht, Binyam ist das Produkt der Vereinigung. Interessant. Danke, dass Sie sich mir anvertraut haben. Ja, gerne. Ich habe gerne geholfen, wirklich. Also, das heißt, doch kein Krieg oder? Sieht nicht danach aus, ne? Archibalds Herz zu erweichen. Ah, Moment mal. Zerstören Sie. Müssen Sie erst einmal zu ihm gelangen. Ich fürchte, uns bleibt nichts anderes übrig, als Ihnen einen Weg durch die königliche Flotte zu bahnen. Ja gut. Ach, er hat schon begonnen. ja, das könnte jetzt ein bisschen doof enden für mein Schlachtschiff da unten. Naja, wobei. Gut, das ist ja easy money hier, oder? Feuer frei. Das kriege ich ja mit einem Schlachtschiff hin. Ganz ehrlich, der hat auch noch Selbstreparatur dabei. Und seine paar Bötchen hier. Die haben wir gleich zu Schweizer Käse verarbeitet. Kein Problem. Ja, das hatte ich mir schon ein bisschen spektakulärer vorgestellt, ehrlich gesagt. Ah, da hinten hat aber tatsächlich auch noch ein Schlachtkreuzer stehen. Oder? Ja. Neue Befehle? Ja, ziehen wir den mal ein bisschen zurück. So, wo bleibt der Rest? Bleibt die Verstärkung? Lassen auf sich warten. Also ich will jetzt nicht unsinnigerweise hier ein Schiff verlieren. Also nicht, dass ich mir das nicht leisten könnte, aber da geht es einfach ums Prinzip. Wir werden kein Schiff opfern. Na, kommt er da noch raus aus der Nummer? Ah, easy. Alles gut. Ah, er kommt mir tatsächlich hinterher geschippert. Und er feuert. Schlachtkreuzer auf dem Weg. Ah, nicht mehr lang. Eskalation. Ich meine, das ist alles nicht auf meinem Mist gewachsen, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Bin eigentlich nur Leidtragender hier. So, Feuer frei. Flotte bereit zum Feuer. Ein ungleicher Kampf. Wie so oft. Na, ich glaube, das war's auch schon. So einen räudigen. Eine räudige Fregatte hat er da noch. Zeitung. Ja, verdammt, egal. Neue Ziele? Okay. Verlorene Leben, zerstörte Schiffe. Tja, nun denn. Es ist ja alles. Der Weg ist frei. Wir haben keine Zeit zu verlieren. So, Kyria zu Archibald zu schleusen. Ah, sieh an, okay. Okay. Archibald, ich würde ja gerne sagen, wie gut du aussiehst, aber der Stress bekommt dir nicht. Kyria? Da schaut er, ja, der Archibald. Du bist es wirklich. Ach, die Erinnerungen an längst vergangene Tage. Ich sie je vergessen. Lass ihn frei, Archibald. Er ist dein Sohn.
Du meinst doch nicht Binyam? Oh, doch. Er kann doch nicht. Mhm. Avo, Binyam ist mein Sohn. Sehr schön. Oder haben wir doch praktisch auch die Familie wieder zusammengebracht. Oder mehr oder weniger zumindest. Wir werden uns mit dem Kaiser treffen. Mhm. Ach, schön. Ich glaube, zu wissen, das ist doch mal ein Happy End hier, oder? Befreit haben und vor mich treten. Janihoi Ketema. Es wird keinen Krieg zwischen uns geben. Denn in Wahrheit ist der Schade einzige eigentlich. Hier, mit dem ich einen Disput habe. Ich hätte schon ein bisschen mitgemischt. Meine Wenigkeit. Ich hatte die ganze Zeit die Macht, hier etwas Gutes zu tun. Doch ich war abgelenkt und aufgewühlt. Ja, ja. Wie es oft so ist im Leben. Persönlichen Angelegenheiten. Ich bitte dich nicht, mir zu verzeihen, Binyam. Doch vielleicht irgendwann. Er ist weder mein Vater, noch hat er diesen Titel verdient. Na, na, na. Er hat immer nur mich gekannt, Archibald. Dich nicht. Und das schon seit so vielen Jahren. Ja, das ist aber gut. Also, ganz ehrlich. Ich habe mich gefragt und gesehnt. Doch ich konnte einfach nicht. Und ich bereue es. Oh, ich bereue es. Aber Kamerafahrten sind ganz nice. Könnte euch nett anzusehen. Beide jemals ersetzen. Doch ich habe all diese schreckliche Schuld beharrlich durch die Förderung und den Schutz ihrer Majestät zu vergessen versucht. Dann sorgen Sie für dieses Land, so wie Sie für Sie gesorgt haben. Und vielleicht können unsere Völker doch noch brüderliche Bande knüpfen. Ja, ja, ich habe die Hoffnung auch noch nicht verloren, dass das hier irgendwie ein versöhnliches Ende findet. Und er verzieht sich jetzt wahrscheinlich, oder? Werde ich alle Vorbereitungen Sieh an, er baut ab, er baut seine komplette Insel wieder auseinander. Und bin offen für Verhandlungen zwischen unseren Reichen, auch wenn Ihre Hoheit mich dafür womöglich... Was passiert mit der Insel? Jetzt kriege ich die vielleicht geschenkt? Ich meine, ich war die treibende Kraft. Ich habe die ganze Drecksarbeit gemacht. Das Zeug hin und her gekarrt. Hab meine Schiffe riskiert. So, und nun? Ist das aufregend. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Unbesiedelte Insel. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Auf der Insel ist keine Spur mehr zu finden. Begleiten Sie mich noch einmal zu Kaiser Ketema. Ich bin bereit zu verhandeln. Okay. soll ich jetzt Ihnen nochmal... Genau, nochmal Geleitschutz. Ah, da werde ich nicht alle Schiffe brauchen. Sieht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Dann begleiten wir ihn nochmal... Dann gibt es nochmal irgendwie Verhandlungen. Ich hätte es besser wissen müssen, als die Vergangenheit zu leugnen und mich selbst zu belügen. Nur die schlechtesten Politiker würden so handeln. Fällt ein bisschen spät ein, würde ich behaupten. So, Rest der Flotte zieht sich zurück zum Haupthafen. Da sind wir, glaube ich, zumindest schon mal ziemlich weit vorangekommen hier mit der ganzen Aufstieg von Kaiser Ketema-Aufgabe. Na gut, dann begleiten wir ihn noch ein Stückchen. Flotte geht auf Fahrt. Das irgendwie, also hat die Insel irgendwas Besonderes eigentlich? Flussgrundstücke, Indigo, Hibiskus, nichts Besonderes. Totale, völlig durchschnittliche Insel, die wir eigentlich nicht brauchen können. Neben dem Schutz schätze ich auch die Gesellschaft. Ja, auf zur letzten Reise, Kollege. Na schön, das wird ja ein Momentchen dauern. Geleiten Sie zu Ketemas... Moment mal, was? Ach, die Piratin. Ja, ganz vergessen. Die kommt hier wahrscheinlich gar nicht durch, oder? Schiff unter Beschuss. Ja gut, ich meine... Sollen wir ihr gleich hinterher? Hat sie sich auch die beste Route ausgewählt, um hier durchzuschippern. Oh, da ist ein Schiff abgesoffen. Ah, das war ein Charterschiff. Die werden automatisch ersetzt. Ein Schiff wurde zerstört. Kein Problem.
Hoffe ich zumindest, oder? Moment mal. Guten. Sind überall Schiffe drauf, oder? Da fehlt nichts. Boom, boom, boom. So viele Handelsrouten. Ne, ich glaube nicht. Sieht gut aus. Ah, sieh mal einer an. Hier waren mal zwei drauf. Kann das sein? Deswegen hier dieses Totenkopfzeichen. Kann das sein? Ich glaube schon. Das kam auch erst irgendwann mit irgendeinem Patch mal dazu. Man hat ja sonst nie gesehen, wo die Schiffe halt runtergeschossen wurden, von welchen Routen. Aber ich glaube, das passt schon. Das wird eine von denen hier gewesen sein, wo wir das Schiffchen gerade verloren haben. Und sonst werden wir schon irgendwann merken. Ja gut, ich meine, mit der Pirate müssen wir uns jetzt auch nicht auseinandersetzen, denn die wird ja hier feierlich empfangen, wie üblich. Deswegen, wir können nochmal beim Forschungsinstitut vorbeischauen. Schauen wir nochmal, wie weit das jetzt in gediehen ist mittlerweile. Da dürfte es ja vorangehen. Ja, Arbeitskräfte haben wir zur Verfügung gestellt. Baumaterialien sind vorhanden. Und Phase 3 von 3. Okay. Ist also nicht mehr allzu lange hin. Cool. Da haben wir das Ding auch bald fertiggestellt. Ja, spannend. Okay, dann wird es tatsächlich nochmal interessant, wenn wir dann hier auch die Gelehrten haben. Das ist natürlich schon eine ganz nette Geschichte. Schauen wir trotzdem gerade nochmal, wer hier angegriffen wurde. Ah, Öltanker. Okay, alles klar. Ja, die brauchen wir dem jetzt nicht hinterherhetzen. Die lassen wir einfach mal hier stehen. Dann passt das schon. Sie wird nicht allzu weit kommen. Ist meine Prognose. Okay, dann schauen wir mal doch mal. Schauen wir mal abschließend noch, was der Kollege jetzt dem Kaiser Kitema zu sagen hat. Da ist doch mal ein angemessener Geleitschutz hier. Ich meine, er zieht sich zurück aus der Inselwelt hier, und aber er macht das tatsächlich ohne sein Gesicht zu verlieren, finde ich. Ein würdiger Abgang, das geht schon in Ordnung. Gut. Ja, dann nächste Folge dann. Werden wir aber wirklich ordentlich weiter basteln, endlich mal. Jetzt haben wir hier auch die nächste Dings freigeschaltet. Laternen brauchen sie also. Interessant. Können wir schon mal reinschauen. Was wir dafür benötigen. Imkerei, sieh an. Das haben wir noch gar nicht angegangen. Interessant. Baumwolle müssen wir importieren. Quarz müssen wir auch importieren. Okay. Glas müssen wir auch importieren. Den Rest Kerzen und Wachs werden wir hier vor Ort herstellen. Und bei der Zufriedenheit. Ah, Thronpfeifen. Da müssen wir auch nochmal drüber schauen. Aber ansonsten geht es ihnen eigentlich soweit ganz gut, würde ich sagen, den Leuten hier. Bedürfnisse sind zumindest zufriedengestellt. Das passt schon. Darauf lässt sich weiter aufbauen, denke ich. So. Dann bringen wir das Kapitel mal zum Abschluss. Was? Muss ich hier ein bisschen näher dran, oder? Ich glaube, das war's, oder? Ach nee. Na, okay, ich soll an den Verhandlungen teilnehmen. Ja. Ich denke, das macht Sinn. Die Abschlussverhandlungen. Enbisa ist kein kleines Reich und wächst beständig. Es wäre ein echter Gewinn für die Krone. Wenn man sich die Bevölkerungszahl dieser Region ansieht, mag es zwar nicht so erscheinen, aber den Rest kann ich nicht erkennen. Wir nehmen das erste. Ach, gesperrte Ab... Ah, gesperrte Antwort, weil ich... Ah, weil die Bevölkerung noch nicht genug gewachsen ist. Interessant. Na gut, okay. Dann bleibt mir ja nur die untere Antwort übrig. Leider sind nicht alle drei unabhängigen Völker der Region einverstanden, für die Themen Partei zu ergeben. Ja gut, ich könnte jetzt natürlich abwarten. Aber ich glaube auch, das wird mir nicht viel bringen, oder? Wenn ich die anderen Antwortmöglichkeiten frei habe. Vereinen sie alle drei Inseln unter Kitema. Ach, komm, egal. Bringen wir es hinter uns. Wenn sie nichts dagegen haben, Sir Archibald, würde ich bei diesen Verhandlungen lieber Kaiser Kitema die Treue halten. Ja, das war sowieso von vornherein mein Begehr.
Auf jeden Fall jemand anders, alter Freund. Ja, ich habe geholfen. Das Anfertigen präziser kartografischer Pläne gehört zur klugen Strategie der Krone. Ja, das war ich. Auf jeden Fall. So, haben wir es hinter uns gebracht, ja. Tschüss, Archibald. Ist eh schon weg, oder? Ach nee, sein Schiffchen ist noch da. Enbeser und Empire einigen sich. Hervorragend. Und wem hat es zu verdanken? Richtig. Gut. Dann denke ich mal, haben wir das hinter uns gebracht. Ah, eine Belohnung können wir uns noch abholen. Sehr gut. Das machen wir. Das schauen wir uns gerade noch an. Irgendwo knallt. Das wird dann wohl hier genau das Übliche. Dann gibt es noch eine andere Meldung. Irgendwo ist... Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Irgendwas ist in die Luft gegangen. Haben die echt und während der Vorbeifahrt hier meine kleinen Kanonen, meine kleinen Geschützstellungen zerstört? Ich glaube es ja kaum. Nicht zu fassen. Okay. Na gut, hier ist jetzt weitergegangen. Das ist halt dann der nächste Punkt, den wir erreichen müssen. 1500 Älteste. Die müssen wir auch erstmal versorgt bekommen. Und in der alten Welt 10 Gelehrtenhäuser bauen. Die werden freigeschalten, wenn wir hier das Forschungsinstitut gebaut haben. Und ich glaube, Voraussetzung für Gelehrtenhäuser sind auch generell die 1500 Ältesten. Na schön. Mhm. Es geht voran. So, Belohnung hätte ich jetzt noch gerne. Lob und Anerkennung erfahren, dennoch. Dank deiner Führung ist auch unser Leben so viel besser. Die Hirten bedanken sich. Habe ich doch gern gemacht. Und auch der Binyam ist mir dankbar. Ja, ich bin auch. Und auch der Kaiser ist ganz dankbar. Ist ja gut. Wollen wir vielleicht nicht einfach ein Luftschiff nehmen? Dann geht es ein bisschen schneller. Die schleppen auch alle noch irgendein Zeug mit mir rum. Ich weiß nicht, ob ich das Zeug noch brauchen werde. Schaut so eigentlich aus. Hat sich das jetzt mal ein bisschen gelüchtet hier? Ja, ziemlich. Ja, bei dem Rest können wir halt noch schauen, ob wir das noch irgendwie... Die Übersetzung müssen wir noch abliefern. War das die Übersetzung? Ja, gut. Ja, bei Gelegenheit mal weitermachen. Aber ich tendiere dazu, in der nächsten Folge einfach mal wieder ein bisschen zu basteln. Schon, dass die Siedlung sich ein bisschen weiterentwickelt, weil das kam jetzt definitiv zu kurz mit dieser Flut an Aufgaben, die man hier zu bewältigen hat. So. Schauen wir zuerst ankommt. Da darf er jetzt aber echt was springen lassen. Und wieso muss ich extra hier hochschippern? Wieso kann ich das nicht einfach bei seinem Hafen ab? Na egal. Er wird sich schon was dabei gedacht haben. Der Kaiser ist ein weiser Mann. So, wie schaut's aus? Er hat's aufgesammelt. Oh, das ist auf jeden Fall eine legendäre. Nautische Karte der südlichen Hemisphäre. Bewegungsgeschwindigkeit plus 35. Das ist natürlich schon nicht so schlecht, ne? Expeditionsbonus, naja, gut, das ist überschaubar. Ja, es ist kein schlechtes Item. Ich habe nur gerade keinen Platz. Aber danke, vielen Dank. Freut mich. Ich bin fast schon etwas gerührt. Na schön, dann belassen wir es mal dabei. Und sehen mal zu, dass wir in der nächsten Folge die Siedlung ein bisschen ausgebaut bekommen. Und hoffentlich finden wir diesen Vogel auch noch. Das wäre mir echt noch ein Begehr, den hätte ich gerne. Na schön. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.